Hallo Freunde des Lichts, wir haben jetzt den Monat Juli, schon wieder Richtung Ende Juli, und bevor diese Pflanze im Nichts verschwindet, will ich mal ganz kurz drauf eingehen, nämlich auf das hier, das Johanniskraut ist eine wahnsinnig starke Heilpflanze und meiner Meinung nach für den Prepper eine der wichtigsten Pflanzen. Ich gehe in meinem Buch Prepper auf der Flucht sehr, sehr intensiv auf diese Pflanze ein, sage auch viele Anwendungsmöglichkeiten für diese Pflanze. Sie kann an sich kaum verwechselt werden. Moment, da haben wir jetzt gerade hier so eine Pflanze, die blüht auch gelb. Das ist der Reinfahren. Also mit Reinfahren kann man die Pflanze wirklich nicht verwechseln. Der sieht ganz anders aus, ist ganz anders aufgebaut. Auch das Federkleid sieht ganz anders aus. Die Blüten sehen ganz anders aus. Mal sehen. Ich sehe vielleicht auch irgendwo noch das Jakobskreuzkraut. Das blüht auch gelb. Also manche Leute verwechseln ja diese zwei Kräuter, Johanniskraut und Jakobskreuzkraut, verwechseln die und reißen das Falsche raus. Manche Schulklassen werden losgeschickt, Jakobskreuzkraut auszureißen. Und dann reißen die die ganzen Heilpflanzen, die ganzen Johanniskraut und Johanniskräuter reißen die raus und zerstören das. Das ist nicht Blödsinn. Ah, hier haben wir Jakobskreuzkraut. Guck mal an. Hier. Das ist Jakobskreuzkraut. Das sieht auch ganz anders aus als das Johanniskraut. Ist überhaupt kein Vergleich. Nochmal Johanniskraut. Muss ich gerade sehen. Haben wir hier irgendwo. Ja, ich sehe schon. Hier. Sieht ganz, ganz anders aus. Wer jetzt allerdings glaubt, spätabends dann, wenn er von der Arbeit kommt, geht er jetzt aufgrund dieser Informationen raus. Johannes, hier haben wir noch was anderes. Hier hat aber auch nichts mit dem Johanniskraut zu tun. Wer erkennt die Pflanze? Das ist an sich eindeutig. Das ist aber jetzt keine Giftpflanze. wer spätabends versucht rauszugehen, das Johanniskraut zu finden, der wird vielleicht ein bisschen Probleme haben, weil das Johanniskraut hat die Eigenschaft, dass es sich abends oder spätabends zurückzieht, dass sich die Blüten schließen und dass nur derjenige, der schon die Erkennungsmerkmale, die anderen Erkennungsmerkmale des Johanniskrauts kennt, dass er es auch zuordnen kann. Hier, das ist jetzt kein Johanniskraut, das ist Berufkraut. Hier haben wir einen Johanniskrautstängel. Hier die Befiederung, die Blätter, die sehen ganz, ganz anders aus. Wenn man es an solchen Merkmalen festmachen kann und man kann das eindeutig zuordnen, dann ja. Johanniskraut kann zum Beispiel eingesetzt werden bei Nervosität, Angstzuständen, Depressionen, viele, viele andere Dinge, für die man das Johanniskraut auch noch einsetzen kann. Ekzeme, Entzündungen, Durchblutungsstörungen, Krämpfe, Magenprobleme, Rückenschmerzen. Da gibt es auch noch sehr viel mehr und das habe ich alles mit berücksichtigt im Buch Prepper auf der Flucht. Da könnt ihr das nachsehen, nachlesen, wenn das interessieren sollte. Denn meiner Meinung nach gehört das Johanniskraut ganz, ganz klar, ganz wichtig in der Prepper-Apotheke. Wer jetzt keine Affinität zu Pflanzen hat, okay, muss ja nicht unbedingt sein. Nur wer sich Pflanzen zugeordnet fühlt, wer eine Affinität zu Pflanzen hat, der sollte sich auf jeden Fall mit dem Johanniskraut beschäftigen. Als Prepper-Pflanze vor allen Dingen, man kann diese Wirkstoffe sehr, sehr gut konzentrieren und konservieren,
sodass man sie das ganze Jahr über zur Verfügung hat. Würde mich freuen, wenn euch das Video zum Johanniskraut Erleuchtung gebracht hätte. Nee, wenn es vielleicht interessant gewesen ist für euch, würde mich natürlich sehr freuen. Und dann kann es direkt sein, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen.